Es bricht Panik aus, nachdem ein Sprengsatz explodiert bei der Beerdigung eines Hisbollah-Kämpfers im Südlibanon. Es ist nur eine von vielen Explosionen im ganzen Land. Einige bei Beerdigungen, andere in Elektronikgeschäften, wie hier in der Stadt Sidon. Die Menschen hier haben jetzt Angst davor, irgendwelche elektronischen Geräte zu benutzen. Ich habe nicht gedacht, dass es nochmal passiert. Doch die Dinge wiederholen sich. Wir hatten hier einige Geräte, von denen wir glaubten, dass sie 100% sicher sind. Aber aus Vorsicht haben wir sie aus dem Laden genommen, weil wir uns Sorgen machen. Es kursieren Gerüchte, dass Lithiumbatterien und Solarpaneele explodieren. Wenn ich zu Hause Solarzellen oder eine Lithiumbatterie hätte, würde ich sie auf jeden Fall abklemmen. Auch wenn diese Gerüchte wahrscheinlich falsch sind. Die Menschen haben einfach Angst. Die jüngste Explosionswelle ereignet sich nur einen Tag später, nachdem Hunderte von Pagern, die von der Hisbollah benutzt werden, im Libanon und in Syrien explodiert waren. Mindestens 12 Menschen waren getötet, mehr als 2.700 verletzt worden. Viele Experten und die Hisbollah, die im Westen als Terrororganisation gilt, sehen Israel als Drahtzieher. Mitglieder der islamistischen Miliz nutzen Pager und ähnliche Low-Tech-Geräte, um sich der israelischen Überwachung zu entziehen. Israel hat sich zu den Anschlägen nicht direkt geäußert, hat aber eine Botschaft. Ich glaube, dass wir am Beginn einer neuen Phase des Krieges stehen. Und wir müssen uns darauf einstellen. Zunächst einmal verschiebt sich der Schwerpunkt nach Norden. Das bedeutet, dass wir Ressourcen, Kräfte und Energie in diese Richtung verlagern. Wir haben die Geiseln nicht vergessen und wir haben auch unsere Ziele im Süden nicht vergessen. Es ist unsere Pflicht und wir gehen beides gleichzeitig an. An dieser Aktion sind alle Behörden beteiligt, mit einem klaren und einfachen Ziel: die Bewohner der nördlichen Gemeinden sicher in ihre Häuser zurückzubringen. Doch Sicherheit in der Region ist schwer zu erreichen, wenn die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah weitergehen.